22. Mal jobbt er in Korbach im Syndikat. Über 70 Unternehmen stellten sich vor und bewarben sich, um auszubilden. Zahlreiche Behörden, darunter die Polizei, die Bundeswehr, das Rote Kreuz, städtische Einrichtungen, aber auch Handwerker und große Industrieunternehmen hatten ihre Stände im Syndikat. Über 700 Schüler und Schülerinnen informierten sich auf der Messe über mögliche Berufe und Ausbildung. Die Mutter aller Ausbildungsbörsen, Sie haben es richtig gesagt, ist heute wieder ein voller Erfolg. Wir können über 12 Schulen komplett mit mehreren Klassen hier begrüßen. Wir gehen davon aus, dass es deutlich über 700 Schüler sein werden, die heute hier sind. Und 73 Betriebe präsentieren sich mit einer Vielzahl von Ausbildungsberufen. Das geht über alle Branchen. Wir können noch 500 Ausbildungsplätze besetzen im Landkreis und bieten, glaube ich, jedem eine Chance, der derzeit noch unverseucht ist oder sich jetzt noch nicht entschlossen hat für einen Ausbildungsberuf. Die Ausbildungsbörse Jobday Korbach ist, glaube ich, nach wie vor das probate Mittel, um den Fachkräftemangel durch eine sinnvolle Berufsorientierung und Berufswahlentscheidung zu unterstützen. Ja, für mich ist es besonders wichtig, dass gerade im Handwerk auch sich die Jugendlichen ausprobieren können, dass sie ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten, dass sie einfach mal was mit ihren eigenen Händen auch tun können, in Praktika sich ausprobieren, aber auch wir von der Kreishandwerkerschaft mit unserem Berufsbildungszentrum zusammen versuchen da natürlich über diverse Maßnahmen die Jugendlichen ans Handwerk ranzuführen und auch das Thema Schwächere, was du gerade angesprochen hast, Olaf, ist auch bei uns natürlich angekommen. Auch hier versuchen wir gerade auf der Fachpraktikerschiene, versuchen die auch schwächeren Jugendlichen vielleicht abzuholen, um sie nicht im Vollberuf dann zu überfordern, auch was dann wieder zwangsläufig auch zu Ausbildungsabbrüchen führt. Also wir sind uns den Herausforderungen bewusst und wir versuchen auf ganz breiter Ebene zusammen natürlich auch mit unseren Partnern, Agentur für Arbeit, dem Jobcenter und vielen, vielen anderen Partnern noch auch die beruflichen Schulen dort was Gutes für alle Jugendlichen anzubieten. Wir rufen natürlich dazu auf, die Sommerferien oder Pfingstferien zu nutzen, um verlängertes Praktikum zu machen. Das machen auch viele Jugendliche. Das wird auch hier bei den Arbeitgebern angesprochen und angeboten. Die Berufsberater, die meine Kollegen in den Schulen letztendlich sprechen das Thema auch an, fordern dazu auf, sich an verschiedenen Stellen einfach mal einen Eindruck zu verschaffen, durch ein verlängertes Praktikum in den Sommerferien die Berufswahlentscheidung abzusichern, die dann vielleicht im nächsten Jahr ansteht. Das wird mehr und mehr gemacht und Betriebe, muss man sagen, sind da auch sehr offen für, bieten auch mittlerweile ein Rundumpaket, was Praktikum angeht, letztendlich eine Betreuung und auch um den Jugendlichen zu zeigen, was der Firmenzweck ist, wie die Arbeit im Unternehmen funktioniert. Letztendlich sind wir da, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Die Firmen unterstützen das toll. Ja, ich kann dem nur beipflichten. Praktika, die Jugendlichen müssen sich ausprobieren. Sie müssen gucken, wo sind ihre Schwächen, wo sind ihre Stärken. Und selbst wenn man in einem Praktikum auch mal für sich entscheidet, okay, das ist vielleicht doch nicht so die Richtung, die ich mir irgendwo vorgestellt habe, finde ich das aber auch eine gute Erkenntnis, um dann gewisse Bereiche vielleicht einfach auszuschließen, um sich dann aber auch in neuen Bereichen wieder neu zu orientieren und auch wieder neu auszuprobieren. Ich glaube, dass die Beratenden, es gibt ja viele, die zu dem Thema Berufsorientierung, Berufswahl beraten, das schon auf dem Schirm haben, dass eine duale Ausbildung ein guter Einstieg in eine berufliche Karriere ist und dass diese Durchlässigkeit da ist und Aufstiegsmöglichkeiten auch mit einer regulären Ausbildung gegeben sind. Das setzt sich mehr und mehr durch, nur wir müssen auch die Eltern mitnehmen, denn vielfach wird Berufswahl von Eltern beeinflusst und Eltern haben möglicherweise den aktuellen Stand dieses Wissens nicht. Und jedes Jahr sind neue Eltern gefragt, nämlich die wir dann auch in den Beratungen hoffentlich mal mit ihren Kindern zusammen beraten können, um darüber zu informieren, damit nicht überholte
sagen wir mal, Berufsbilder oder Berufswahlentscheidungsgründe letztendlich den Ausschlag geben. Das ist uns ganz wichtig, auch heute Nachmittag, dass vielleicht die ein oder andere Mutter oder der ein oder andere Vater mitkommt und sich miterkundigt und die vielleicht Entscheidung am Abendbrottisch nochmal überdacht wird. Also das Studium ist mit, oder Abitur und Studium ist mit Sicherheit für viele ein guter Bildungsweg, aber ich persönlich finde, dass gerade der Weg über die Ausbildung bis hin dann entsprechend vielleicht auch zum Meister mit Sicherheit auch ein sehr, sehr guter Weg ist, den man gehen kann. Und was mir besonders dort am Herzen liegt, dass man auch immer wieder den Bezug auch zur Praxis hat und auch erstmal an der Basis was mitbekommt. Und ich persönlich finde immer, den Weg einzuschlagen und die Leiter nach oben zu gehen, schöner, wie für manche, die vielleicht nach der 5. Stufe anfangen und dann erst nochmal auf die 1. Stufe runterfallen, um dann nochmal neu zu beginnen, weil sie feststellen, okay, vielleicht war ich in dem oder einen anderen Studium vielleicht doch überfordert und hätte vielleicht doch erstmal eine Stufe drunter anfangen sollen. Deswegen, ich persönlich freue mich über jeden Einzelnen, der den Weg in die Ausbildung findet und dort seinen Weg geht. Erster Wunsch meines Vaters, eine Metzgerausbildung gemacht, weil wir haben auch einen eigenen Betrieb zu Hause. Jedoch, nachdem ich den Gesellentitel hatte, habe ich gemerkt, dass es nichts für mich ist. Dementsprechend habe ich mich umorientiert, umgeguckt und bin zum Entschluss gekommen, eine Ausbildung zum Vermessungstechniker bei Wachenfeld zu machen. Ich komme jetzt ins zweite Lehrjahr und ich muss gestehen, das war keine schlechte Idee. Es liegt mir gut und ich hoffe, dass ich auch übernommen werde und weiter hier arbeiten kann. Vermessungstechniker heißt, man muss natürlich auch ein bisschen Mathematik. Mathematik als auch Kenntnis im technologischen Bereich, Naturwissenschaften, das wird vor allem in der Berufsschule sehr gefordert. Ja. Im zweiten Lehrjahr bin ich jetzt. Genau. Ich finde es super, also ich kann es nur empfehlen. Mir macht Spaß meine Arbeit. Was machst du für Metallbauer? Also Metallbauer, sagt ja der Name schon, wir machen viel mit Metall, wir verarbeiten Stahl, Aluminium, Edelstahl. Wir machen jetzt bei uns in der Firma machen wir Sondermaschinenbau, das heißt wir bauen die Bundgestelle für die Anlagen, das ist viel Schweißen, mit der Flex arbeiten, mit der Bohrmaschine Gewinde schneiden, Fläche zuschneiden, Kanten, solche Sachen, alles mögliche. Wir machen auch Geländerbau und Treppenbau, das heißt für Privatkunden, wir fahren auf die Baustelle, stellen Geländer auf und Treppen, verschrauben die, alles mögliche. Also Schweißen auch viel, ja. Genau. Ja, auf jeden Fall. Wir kriegen die Zeichnung von unseren Konstrukteuren, kriegen wir die Fertigungszeichnung. Da muss man schon ein bisschen, muss die Zeichnung lesen können, muss erkennen, aha, da habe ich das Maß, das Loch muss dahin, was für ein Loch kommt da rein, solche Sachen. Also das ist schon viel Auswahl, also was heißt Auswahl, aber man muss schon so ein bisschen breit gefächert aufgestellt sein, was man alles so kennt. Und das lernt man alles in der Ausbildung und deswegen kann ich nur empfehlen, bei Frau Köster anzufangen. Also ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen, bis jetzt. Wir hatten ganz viele gute Gespräche bis jetzt. Da sind bestimmt ein paar Praktika aber rausgesprungen. Und über das Praktikum lernen wir die Leute dann kennen und können die hoffentlich auch für eine Ausbildung bei uns begeistern. 2025 noch was zu besetzen oder alles schon vergeben? Für 24 ist alles vergeben, für 25 ist noch gar nichts vergeben. Da sind wir noch vorne auf der Suche. Bei Jobday hier in Vorbach, wie immer die Polizei dabei und sucht auch Nachwuchs. Wie sind die Gespräche bis jetzt gelaufen? Ja, auch die Polizei sucht immer qualifizierte Kräfte, die bei uns die Ausbildung bzw. das Bachelorstudium machen wollen. Die Gespräche hier heute sind sehr ergiebig. Wir haben schon, waren hier so eine kleine Strichliste, fast 100 Gespräche heute geführt, sehr viele interessante Schüler dabei. Und ja, wir freuen uns dann auf die zukünftigen Bewerber. Jetzt ist zum Beispiel bei der Bundeswehr die Voraussetzung deutsche Staatsbürgerschaft. Verlangt das die hessische Polizei auch? Ja, in der hessischen Polizei ist es so, dass man EU-Bürger sein muss oder deutscher Staatsangehöriger oder dass wir auch Nicht-EU-Bürger nehmen, wenn sie eine Niederlassungserlaubnis in Deutschland haben. Also da sind die Hürden relativ gering. Also die Zugangsvoraussetzungen etwas einfacher.
Genau, ja, in dem Fall schon. Der Wunsch ist mindestens der mittlere Bildungsabschluss. Ja, es ist ein bisschen höher. Also bei der Polizei braucht man Abitur oder Fachabitur oder einen Realschulabschluss mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem anderen Beruf, weil wir eben nur noch den gehobenen Dienst, das heißt nur noch den Zugang über das Bachelorstudium anbieten. Ja, aber abgeschlossene Ausbildung und Genau, Fachoberschulreif ist das dann, ja. Fachoberschule und ja. Früher war das so, Beamtinnen und Beamten wurden über Hessen verteilt, wenn sie hier aus der Region kamen. Ja. Ja, das hat sich zum Glück ein bisschen gewandelt. Das heißt, wer heute in Nordhessen bleiben will, der kann das in den allermeisten Fällen auch. Also es ist so, dass hier die Altersstruktur in Nordhessen immer noch relativ hoch ist. Das heißt, wir haben geburtenstarke Jahrgänge, die jetzt in Pension gehen und haben einen hohen Bedarf hier im Bereich Nordhessen an jungen, motivierten Leuten. Und deshalb kann man, wenn man hier aus dem Raum Waldeck-Frankenberg kommt, auch mit großer Wahrscheinlichkeit nachher direkt in Waldeck-Frankenberg seinen Dienst versehen. Oder zumindest in Nordhessen in Kassel oder so. Neben dem Studium an der Verwaltungshochschule bleiben dann doch viele Möglichkeiten. Vom Wasserschutzpolizei, über Bundesführer, Sozialeinheiten, aber auch die Kripo steht den Bewerbern offen. Genau. Die Polizei bietet 400 verschiedene Möglichkeiten, 400 verschiedene Aufgabenbereiche, die abgedeckt werden müssen. Und da ist wirklich für jeden was dabei. Und auch wenn man sagt, okay, ich fahre jetzt mal 2-3 Jahre Streife und irgendwann gefällt es einem nicht mehr, hat man immer die Möglichkeit, sich zu verändern, in einen anderen Beruf zu gehen, sich vielleicht zu spezialisieren oder einfach was anderes auszuprobieren, zu hospitieren und sich dann versetzen zu lassen. Also die Möglichkeit hat man immer. Aber die Polizei bildet auch in anderen Berufen aus als die Beamten im Schutzdienst oder Kripo. Ja, das ist jetzt weniger der Fall. Also wir stellen auch Quereinsteiger ein, zum Beispiel im Bereich Verwaltung. Aber ausgebildet, also beziehungsweise wir suchen jetzt hier überwiegend Studienanfänger für den Bereich Schutz- oder Kriminalpolizei. Oder es gibt noch einen neuen Studiengang Cyberkriminalistik. Das ist sowas für Leute, die sich richtig gut mit Computern auskennen und die dann da die Straftäter im Internet festnehmen wollen.